Hi liebe Freunde, dieses ist das erste Video, was ich mache zu dem Bild mit meinen vier Lampen. Ich wurde darum gebeten, ihm zu erklären, wie ich das geschafft habe. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Reklamation gerne erwünscht, denn ich bin zwar der Beste, aber auch ich lerne dazu. Danke, tschüss. Ist die Beschreibung zur Single-Steckdose, falls sie euch nochmal interessiert. Tschüss! Dieses ist die Basisversion, die automatisch erstellt wird, wenn die Software installiert wurde. Oder Stecker 1, Stecker 2, Stecker 3. Und der große Punkt hier zu sehen als Engel ist meine separate Steckdose, die auch an einer separaten Wanddose gesteckt wurde. Das eine ist eine 4-3-fach Verlängerung und das andere, wie gesagt, eine einfach, die man irgendwo hinsteckt, wo nur eine Lampe oder ein Stromverbraucher dran ist. So, wie kommt man da hin? Ihr seht hier oben alle Geräte, blau, drei Punkte. Da kann man dann Sehen einstellen oder entsprechende QR-Codes einscannen. Gehen wir wieder zurück. Dann haben wir hier die Dreifachdose, die ich habe, mit roter Lampe, Kerze, Madonna, weil die so sind bei mir. Da ist hier rechts diese kleine Play-Taste zu sehen. Da drücken wir jetzt mal drauf. Dann haben wir hier wieder den Herstellertyp zu sehen, die Information. So, was machen wir jetzt? Jetzt können wir auf rote Lampe tippen. Geht sie wieder aus. Kerzen tippen. Das kennt ihr ja schon, das Spiel. Und jetzt geht ihr hier oben, ein bisschen genauer zu sehen, die drei Punkte, die ihr seht in dem Kreis, neben der Dreifachdose, die müssen bei euch auch sein. Und da klicken wir jetzt einmal drauf. Und dann gehen wir entweder auf Löschen, weil wir es nicht mehr brauchen, oder auf Einstellungen. Und da seht ihr hier oben die schöne Bezeichnung Name bearbeiten. Also berühre ich den Bleistift. Und jetzt dann tippe ich hier auf Gerät. Und jetzt würde ich den neuen Namen vergeben. Schreibt rein, was ihr wollt. Ich selbst mache es jetzt nicht, weil bei mir ja schon rote Lampe drin steht. Also ja, so. Abbrechen. Ja, Steckdosenleiste 1. Selbst da könnt ihr jetzt was noch umbenennen, wenn ihr das wollt. Ja, weil ich alles im Wohnzimmer habe, habe ich so gelassen. Ja, Steckdosenleiste 1. Ist rote Lampe, ist Kerze, ist Madonna. Firmware-Version könnt ihr sehen, aktuelle Version. Vibration ein- und ausschalten habe ich noch nicht probiert. Im Einstellzugang gibt es hier noch Steckdosen. Anhalten, anhalten, anhalten. So. Genau dasselbe bei der Kerze. Rote Lampe, Kerze. Macht ihr OK. Der Kanal wurde erfolgreich umbenannt. Madonna. So. Okay. Ich hoffe, das hat geholfen.